sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Oh, da haben wir ja noch ordentlich was vor uns. Mit der Gottheit dieser Insel Yamatai. Das ist vielleicht der Zivilisation Yamatai, muss man ja eher dazu sagen. Oh. So, ist hier noch irgendetwas? Nee, ne? Sammeln wir erstmal alles auf, was die Leute hier fallen gelassen haben. Da ist ein kleiner Goggle. Aber das hatten wir uns ja schon angeguckt. Und für 9 Güter. Ja, muss nicht sein. Können wir. Den lassen wir schön am Leben. Kann er ihm noch ein paar Eier legen. Auch noch was. Da schauen wir uns mal genauer an. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Okay. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Aber sicher doch. Das wird sicherlich nur von Tieren stammen. Okay, schalte ich noch rüber, jetzt mal ganz vorne. Ja, das ist schon fast wieder um. Ja, ich weiß auch nicht. Oder wollen wir noch ein bisschen länger machen? Also eigentlich hatten wir, guck mal, wir müssen jetzt, guck gerade. Wir sind jetzt, seit 1:46 sind wir gerade dabei am Stream. Man darf nicht vergessen, wir haben ja heute schon fast 1 Stunde später angefangen, weil wir, beziehungsweise ich, weil ich ja erst mal den Stream sauber hinkriegen musste. Das hat mich ja auch schon eine 3-4 Stunden gekostet. Das würde ja bedeuten, dass wir morgen auf jeden Fall mehr Zeit haben und wieder um 6 Uhr anfangen. Ja, aber 1 Stunde, oh, jetzt 1:47. Die Zeit vergeht, ne? Minuten, die rasen dahin. Oh nein, oh, ich wollte gerade sagen. Jetzt fällt die Lara uns hier hinunter. Ja, ich weiß auch nicht. Kann mich gerade nicht entscheiden. Oh. Wollen wir aufhören oder wollen wir noch ein bisschen weitermachen? Wir machen so. Wir machen eben noch bis zum nächsten Lagerfeuer, ja? Aber das war jetzt auch nicht mehr so weit weg. Wir müssen schon fast da sein. Das Gute dabei ist aber, wenn wir dort angekommen sind, haben wir das, was wir gestern den ganzen Tag gespielt haben, haben wir jetzt innerhalb von knapp 2 Stunden wieder aufgeholt. Das ist doch schon mal was. Und das ohne großartige Ruckler. Kleine Ruckler, habe ich eben überprüft, sind wohl auch drin. Aber das ist so minimal. Oh, oh, scheiße, 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 scheiße. Lara. Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Spannung das eben gerade war. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Gut. Hey, da einmal hinunter. Heile. Das muss alles nicht sein! Genau, das ist doch alles Code, was ihr hier macht. Such Verdeckung! So, lass mich jetzt erstmal die Pfeile hier nehmen, ja? So, Alter, manche haben richtig. Oh, Alter! Ach nee, das ist nur summiert. Ich wollte mich gerade richtig freuen, dass da die Weisen, die richtig viel mit sich tragen. So. Ja, irgendwo hier müsste jetzt die Stelle sein,
wo wir gestern aufgehört haben. Und ich glaube, das. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Nee, ich auch nicht. Hast du das Lagerfeuer? Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf dich. Ganz genau. Alle zielen auf Lara, aber das dann... Erst morgen wieder, wenn es dann heißt Tomb Raider. Oder... Jetzt kommt. Oder wollen wir das ab jetzt so machen, dass wir tageweise die beiden Spiele halt immer wechseln. Also... Jetzt war Tomb Raider, morgen wäre dann halt das Adventure Game dran. Übermorgen wieder Tomb Raider, dann wieder das Adventure Game. Wollen wir das so machen oder wollen wir mal erst ein Spiel komplett durchzocken? Was meint ihr? Würde natürlich ein bisschen für Abwechslung sorgen, ne?
Die Zeit gebe ich euch jetzt nochmal. Ja, Lara friert hier schon total. Wird total nass. Ansonsten verabschiede ich mich schon mal von euch. Ja, und vielen, vielen Dank an all die, die immer aktiv dabei sind. Ja, und dann auch immer schön vorbeischauen. Das freut mich. Da weiß man zumindest, dass man das nicht komplett für umsonst für sich selbst nur macht. Sondern doch noch ein paar Leute einen spannenden Abend, weiß ich nicht. Ja, mach so. Also tauschen wir morgen, okay? Okay, dann werden wir morgen mit dem Adventure Game weitermachen. Es wird diesmal, das kann ich schon mal sagen, kein so düsteres wie Black Mirror. Auch da werde ich natürlich immer schön Abwechslung reinbringen. Es wird lustiger. Ja, doch, lustig. Es wird lustig. Das kann ich schon mal sagen. Ja gut, und mit diesen Worten vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und tschüss, bis morgen.